Wann ist Abraham zurück in Starfield? Ja. Und ich spiele mal wieder eine Fraktionsmission der UC und es geht um das gespielte Vermächtnis und ich werde jetzt mit Vevictus sprechen und um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, ich befinde mich jetzt gerade auf Jemison in New Atlantis. Und wollt ihr mehr von mir sehen und vor allen Dingen von Starfield, weil da gibt es jetzt noch jede Menge Content von mir, dann würde ich sagen, lasst doch mal ein Abo da. Und jetzt geht es los. Ich bin bereit, Wellen zu schlagen. Schon. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich vergesse immer, wo dieser Eingang ist, aber ich weiß, wenn wir hier unten in der Tube sind, sind sie da, wo man es die Abfahrt gibt, dann können wir hier im hinteren Bereich einmal durch die Tür gehen und dann kommen wir auch in den Keller. Sektion 7. Als ich hörte, dass du und Hadrian ausgerechnet nach Londinion wolltet, nahm ich an, ihr wärt etwas Großem auf der Spur. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Tja, gute Frage. Keine Ahnung. Gibt es irgendetwas, das du mir über deine Zeit in Londinion erzählen willst? Ich war schon jahrelang nicht mehr in Londinion. Kann ich irgendwie behilflich sein? Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Stell dich so nicht dumm. Wir wissen es. Du steckst in den Angriffen auf New Atlantis und Tau City. Wie in aller Welt kommst du darauf, etwas derart Lächerliches zu behaupten? Wir haben eine Aufzeichnung entdeckt, eine unsichtbare Waffe. Du redest über die Terromorphs. Habt ihr das? Nun, ich weiß nicht, was du auf dieser Aufzeichnung gehört zu haben glaubst, aber ich hoffe, dass du keine falschen Schlüsse ziehst. In Anbetracht des nervösen Zustands des Kabinetts, könnte es in derartigen Neuigkeiten hineininterpretieren, dass ich etwas mit den Angriffen zu tun habe? Kann ich dich überzeugen, das für dich zu behalten? Nö. Genau, Empath. Ich höre es. Ich hoffe, das darf ich auswählen. Ja! Ich höre es in deiner Stimme, François. Die Angst. Du hast Angst, weil du weißt, du wurdest ertappt. Ich soll es also aussprechen für dich. Ich war's. Die Terrormorph-Angriffe auf Tau Ceti, New Atlantis. Meine Idee. Jahrelange Zusammenarbeit mit meinem Partner. Experimente, wie man den Blütenstaub der Lazarus-Pflanze außerhalb von Londinion verbreitet. Wie man ihn herstellt, als Waffe einsetzt.
Und weil du ja so schlau bist, kannst du dir bestimmt denken, warum ich sowas tun würde. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es ist offensichtlich, das ist einfach nur armselige Rache für das, was die... Das klingt gut. Ich guck mal, das ist die eine Antwort. Nein, das würde ich nicht machen. Ich mache Empath. Oh, meine Rache war gewaltig, Captain. Die Angriffe waren eine Korrektur. Ich habe durchaus überlegt, meine Entdeckung der Pflanze offenzulegen. Aber wir waren im Krieg und derart gefährliches Wissen durfte nicht in falsche Hände fallen. Also habe ich den Raumhafen von Londinion bombardieren lassen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Ausbreitung der Terramorphs wurde verhindert. Und das Wissen um das Potenzial der Pflanze geschützt. Wow, 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 wow. Okay, er hat alles rausgehauen. Bitte. Kein Geheimnis ist so gefährlich, dass man so viele Tote damit rechtfertigen kann. Ja. Das sagt sich jetzt leicht. Aber damals wusste ich nicht, dass man die Lazaruspflanze nicht pflücken kann, um noch mehr Unheil mit ihr anzurichten. Ich wollte einen ohnehin katastrophalen Krieg nicht noch um eine gefährliche Variable erweitern. Aber als der Krieg vorbei war, mein Prozess, meine Hinrichtung, traf ich eine Entscheidung. Ich hatte alles für die UC gegeben, selbst mein Leben. Und was habe ich dafür bekommen? Haben die UC versucht, mein Vermächtnis zu beschützen? Das meiner Tochter? Nein. Wir wurden geopfert, obwohl wir nur gedient hatten. Also habe ich geschwiegen und als Korrektur die Angriffe arrangiert. Meine Tochter wird zur Heldin. Ich werde Berater, weil ich Kaisa und das Forschungsteam gefunden habe. Und ich festige meine neue Machtposition, indem ich ihnen den Drahtzieher hinter dem Angriff auf New Atlantis nenne. Den tragisch verstorbenen Reginald Orlais. Über Jahre hinweg mein Partner und von Anfang an als mein Sündenbock eingeplant. Ein Glück, dass er gestoppt wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Seine jahrzehntelange Flucht ist zu Ende, dank eines weiteren Helden. Dir. Ja, okay, das wird ja mal krasser. Und warum zur Hölle schädigst du dich, ob die UC dich als Berater wollen? Warum sollte ich mich mit den Menschen gutstellen wollen, die mein Leben kontrollieren? Mal überlegen. Vielleicht träume ich noch von einem Leben außerhalb dieser Mauern. Es wäre natürlich ein neues Gesicht nötig. Aber es ist möglich. Wobei mir jetzt Zweifel kommen. Und wie konntest du das alles von hier aus koordinieren? Das ist eine gute Frage. Es war nicht leicht. Doch das Schöne, wenn man verabscheut wird, die Leute tun alles, um einen zu ignorieren. Sie wollten vorgeben, dass ich nicht existiere. Das habe ich zu meinem Vorteil genutzt. Dennoch war es mühsame Arbeit, über die UC-Sicherungsteams einen Kommunikationsweg zu Orlais aufzubauen. Manch ein Feldzug war leichter. Sie dachten, sie ködern gesuchte Verbrecher. Doch in Wahrheit haben sie präzise verschlüsselte Slates ausgeliefert, mit Anweisungen, die nur der Empfänger sehen konnte. Genau im richtigen Moment geliefert, sodass sie in die richtigen Hände fallen, ohne dass die UC erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Mühsame Arbeit, aber letztlich effektiv, wie du siehst. Lies, warum kommt mir der Name so bekannt vor? Hast zu viele getötet, um dich an alle zu erinnern. Du hast Orlais in der Nähe des Mondes von Etheria getötet. Den Piloten der Warlock. Du solltest ihn töten, um mein Geheimnis zu wahren.
Du hast also UC Entschuldigung. Du hast also UC Bürger umgebracht. Weil deine Ehre angeknackst war? Du bist doch krank. Ohne Schurken keine Helden. Ich habe uns nur die Gelegenheit geboten, das eine zu überwinden und zum anderen zu werden. Und wir haben alle profitiert. Deswegen habe ich Kaisa von Orleys umprogrammieren lassen. Dich von der alten Kiste dahin führen lassen, wo ich die Pflanze vor Jahren gefunden habe. Alles, damit ihr Erfolg habt. Und es hat geklappt. Ich weiß zufällig, dass das Kabinett dich und Hadrian ehren will, wenn alles erledigt ist. Ist das nicht allemal besser, als irgendwo im Nirgendwo Aufträge für die Vanguard zu erledigen, ohne Anerkennung? Und nur die vage Hoffnung, sich vielleicht irgendwann auf dem Unterdeck ein Haus kaufen zu dürfen. Ach. Nee. Das werde ich nicht sagen. Du hast alles. Falls du darauf wartest, dass ich Danke sage, werden wir eine ganze Weile hier sein. Ich möchte nur, dass du die Wahrheit anerkennst. Fuck und you. Vergessen wir nicht, wie wichtig unser eigentliches Endspiel ist. Die Terrormorphs eliminieren und das Wissen um die Lazarus-Pflanze sichern. Was wir in Gang gesetzt haben, wird vielleicht Millionen von Leben schützen. Ich bitte nur darum, dass ein weiteres Leben geschützt wird. Meins. Ich habe die Beweise für Orleys Beteiligung an den Angriffen an das Kabinett geschickt und dabei meine verschwiegen. Ich bitte nur darum, dass du das dem Kabinett bestätigst. Sag ihnen, dass es Orleys allein war. Ich habe schließlich noch immer eine lange Liste mit Bedrohungen für die UC. Wir können unsere guten Taten fortsetzen. Oh, okay. Wovon genau reden wir hier? Das weiß ich doch. Glaubst du, ich vergesse einfach, dass du für deine guten Taten Menschen getötet hast? Das finde ich gut. Glaubst du, ich vergesse einfach, dass du für deine guten Taten Menschen getötet hast? Und wie viele hast du getötet, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Große Errungenschaften kosten Leben, Captain. Ob man nun einen Krieg gewinnt oder einen Tramtunnel gräbt. Wir haben also ein paar Dutzend geopfert, um das Leben von Millionen zu schützen. Für mich ist das ein fairer Tausch. Ich hoffe nur, du siehst das auch so und erwähnst meinen Namen in künftigen Gesprächen nicht. Ich hoffe, du hast die Unterhaltung genossen. Wenn ich mit dem Kabinett rede, war es der Netze. Das ist doch das einzig Richtige, weil überleg mal, was hat der uns manipuliert? Keine Ahnung, dass ich jetzt alles hinter geknallt habe, ist jetzt eine andere Geschichte, ist ja auch ein Spiel, aber würde ich vielleicht nicht eine Möglichkeit machen. Aber nochmal zurück. Ich hoffe, du hast die Unterhaltung genossen. Wenn ich mit dem Kabinett rede, war es deine letzte. Das ist schade, Captain. Aber ich kann es mir nicht mehr leisten zu verhandeln. Aber wir müssen keine Feinde sein. Denk an die Chance, die ich hier biete. Und es zeichnen sich noch weitere ab, wenn du das Richtige tust. Okay, also ich habe meine Entscheidung getroffen. Was ja auch eher meinem Charakter entspricht. Ich bin ja... Was? Wo bin ich jetzt hier? Na gut, okay, ich haus jetzt mal weg. Ich habe mir nicht aufgepasst. So, der passt. Mist. Hätte ich mal besser aufpassen sollen. Oh Gott. Das ist der.
einfach nur eine Tür aufgemacht, um in den Lagerraum reinzukommen. Naja. Schade eigentlich. So, und raus hier. Aber gut, war fürs Hacking gut. Ich muss dann ja mich aufleveln in dem Hacken. Dann war das nicht ganz vertane Zeit. Nur autorisiertes Personal. Dieses Gefühl hat man nur selten. Dann mal los. So, mitnehmen. Hammer. Ich werde ihn verpfeifen. Auch wenn es Nachfolgemissionen gibt, die ich dadurch verpasse. Aber ich denke, es ist echt nicht schlecht, einen Feind zu haben. Ah. Ja, außer was etwas für sich. Perfektes Timing. Wir sind gerade rein. Gute Nachrichten. Die Mikrobe und die Aceles sind genauso effektiv gegen die Thermoparasiten wie gegen die Terramorphs. Das heißt, alle Pläne sollten helfen, um diese Dinger endlich loszuwerden. Angesichts der von der Lazaruspflanze ausgehenden Gefahr können wir uns gar nicht schnell genug um die Sache kümmern. Ich habe das Kabinett bereits auf den neuesten Stand gebracht. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du was rausgefunden? Hat dir mein Vater erzählt, was er über die Lazaruspflanze weiß? Tja, ich will ganz ehrlich sein. Ich bin ehrlich. Vevictus hat gestanden. Er hat die Angriffe aus seiner Zelle organisiert. Ich wusste es. Die Aufzeichnung ließ keine Fragen offen. Warum? Hat er einen Grund genannt? Er hat große Töne gespuckt. Aber in Wahrheit wollte er eigentlich nur Rache. Er hat diese ganzen Menschen umgebracht, weil er was beweisen wollte und von seinem Status besessen ist. Typisch Vevictus. Naja, sobald wir das Kabinett informiert haben, können sie dafür sorgen, dass er so etwas nicht wiederholt. Ja, darum geht's ja. Was wird das Kabinett wohl mit ihm machen? Ich würde hoffen, dass sie schlicht und einfach seine Verbindungen zur Außenwelt kappen, damit seine Pläne und Intrigen mit ihm in seiner Zelle bleiben. Aber ich weiß es nicht. Seine Position ist einzigartig. Und er hat den Colonies ganz besonderen Schaden zugefügt. Er verdient eine Strafe. Genau. Gerechtigkeit für alle, denen er wehgetan hat. Das beantwortet wohl unsere letzte Frage. Jetzt müssen wir nur noch rein und herausfinden, was das Kabinett von der Sache hält. Außer es gibt noch was zu besprechen. Ja. Das könnte unsere letzte Chance sein, alles zu besprechen, bevor das Kabinett bei der Entscheidung in Sachen Terramorphs mitredet. Okay. Was glaubst du, wird das Kabinett machen, wenn Vevictus Beteiligung an den Griffen rauskommt? Schwer zu sagen. Anders als mein Vater sind die Leute vom Kabinett keine Mörder. Aber UC-Staatsbürger zu töten, das ist wirklich unverzeihlich. Wenn es dir aber wirklich so wichtig ist, kannst du sie bitten, gnädig zu sein. Vielleicht verschonen sie ihn. Nein, will ich nicht. Welche Risiken gibt es, wenn wir die Aceles zurückholen? Aceles sind Menschen gegenüber nicht feindselig, sind aber Megafauna. Wenn sich jemand mit einem anlegt, wird es hässlich. Aber sie haben sich schon einmal sehr weit ausgebreitet, als die UC sie als Vieh gezüchtet haben. Es besteht also kaum ein Risiko, wenn man sie neu einführt. Wenn man sie einsetzt, um die Terramorphs und Parasiten zu beseitigen, dauert das aber... Nach allem, was wir jetzt über die Lazaruspflanze wissen, ist die Geschwindigkeit wichtig. Aber bei den Aceles kennen wir zumindest die Risiken. Okay. Welche Methode für die Bekämpfung der Terramorphs zieht ihr vor? Mit der Mikrobe wird die Reinigung viel schneller vonstatten gehen. Wenn wir Angst vor einem erneuten Einsatz der Lazaruspflanze haben, dann wäre das unsere Wahl. Das Kabinett kann die Lazaruspflanze sichern. Und dann riskieren wir keine Überraschungen beim Umgang mit einer Mikrobe. Du bist paranoid. Du weißt, was wir tun können. Dass wir für Sicherheit sorgen können. Das weiß ich. Ich kann aber auch rechnen. Eine Mutationschance von 1 zu einer Million ist nicht gleich 0. Wir sind uns also noch nicht einig. Vielleicht sollten wir uns jetzt anhören, ob das Kabinett die eine oder andere Methode bevorzugt. Alles klar. Also beide Methoden, das kann ich auch zum Beispiel stellen. Richtig.
Die Mikrobe muss an die Thermoparasitanatomie nur minimal angepasst werden. Und die Azelis scheinen Parasiten sogar noch besser aufzuspüren als Morphs. Das wird aber ein Anblick, wenn sie sie fangen. Wie eine offene Luftschleuse, die wütende Spaghetti verschlingt. Na gut, lass uns rein. Dann mal los. Dann melden wir uns mal beim Kabinett. Das wäre doch nett. So, nochmal. Aha. Sitzen alle schon bereit und sind noch gelangweilt. Ich wünschte, wir hätten einen erfreulicheren Anlass für unser Treffen. Aber laut Hadrians Report und dem zweiten soeben erhaltenen war der Terrormorph-Angriff auf New Atlantis kein zufälliges Ereignis, sondern wurde bewusst herbeigeführt. Stimmt das, was ich hier lese? Das stimmt. Mein Gott. Ein Angriff mit Terrormorphs? Wie ist das möglich? Wenn wir hier fertig sind, werdet ihr alle vollständig gebrieft. Dann stimmt das, was im zweiten Bericht steht? Hat Reginald Orlais diese Angriffe verübt, Captain? Orlais? Tja, da bin ich jetzt ehrlich. Dieser Bericht stimmt nicht ganz. Orlais hat geholfen, aber wie wirkt es, hat die Angriffe organisiert? Es stimmt. Ich habe die Aufzeichnung gehört. Mein Vater hat entdeckt, wie man Terrormorphs als Waffen nutzen kann. Er hat was? Das ist unmöglich. Er hat nicht den Zugang, Er hat seinen eigenen Zugang gemacht, Sarkin. Madam, ich habe schon vor Jahren gewarnt, dass es in einer Tragödie enden würde, wenn wir uns nicht um den Mann kümmern. Genug! Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass es sich bei dem soeben Gesagten um ein ausgesprochenes Staatsgeheimnis handelt. Diese Information bleibt in diesem Raum. Du bringst dir eine brisante Anschuldigung vor, wenn man bedenkt, dass François Sarnon schon fast 2 Jahrzehnte lang in Gewahrsam ist. Gibt es Beweise für die Anschuldigung? Er hat sich einfach verwandelt. Terrormorphs aus dem Nichts. Unsichtbare Waffen. Kein Planet wäre sicher. Der Himmel sei uns gnädig. Ist er das? Ich würde diese Stimme überall erkennen. Das ist François. Er wusste, wozu sie fähig waren. Und schwieg still. Er ist ganz einfach ein Soziopath, Ma'am. Officer, lass dir die Aufzeichnung geben. Jawohl, Ma'am. Ich bitte um Verzeihung, Captain. Natürlich werden wir eine umfassende Ermittlung starten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wobei der Admiral bestimmt mit allem herausrückt, was er zu dem Thema weiß, wenn er mit dieser Aufzeichnung konfrontiert wird. Minister Yassin, kannst du dafür sorgen, dass der Admiral von einem deiner Leute verhört wird? Ich kümmere mich unverzüglich darum. Gut. Zusammen mit den anderen Dingen, die du ans Tageslicht gebracht hast. Naja, die United Colonies stehen tief in deiner Schuld. Wir haben die Bürger der Colonies im Stich gelassen, hätten uns früher um Vervictis kümmern müssen. Ich werde diesen Fehler wieder gut machen. Genau, könnt ihr seinen Kontakt nach außen kappen? Er hat UC-Funktionäre als Kommunikationsweg missbraucht. Das sind beunruhigende Nachrichten. Aber dass wir ihm den Kontakt mit der Außenwelt verwehren, das ist wohl erst der Anfang von Vervictis Strafe. Was wird mit ihm geschehen? Das wird das Kabinett entscheiden. Also nichts. Aber ich mag es nicht, dass man unser Mitleid ausnutzt. Ich bitte darum, sein Leben zu... Genau, gut. Eine Welt ohne Vervictis ist eine bessere Welt. Das sehe ich auch so, Captain. Da wir jetzt den Schuldigen entlarvt haben, können wir uns anderen Dingen zuwenden. Aufgrund der heute erstellten Zusammenhänge, der Lazarus-Pflanze, der Angriffe und der Thermoparasiten. Ihr drei habt wahrscheinlich tausende Leben gerettet. Aber jetzt muss das Kabinett dafür sorgen, dass sich der Vorfall nie mehr wiederholt. Deshalb wird das Kabinett die Lazarus-Pflanze in Londinion sichern. Alle mit der Pflanze in Zusammenhang stehenden Materialien werden geheim gehalten, damit niemand ihre wahre Natur herausfindet. Das ist eine kluge Entscheidung.
Was werden die Jussi unternehmen, um die Lazarus-Pflanze zu schützen? Zum Glück ist Londinion nicht unbedingt ein Magnet für Besucher. Wir werden ihn gut abschotten können. Aber wir werden unsere Truppenpräsenz in Londinion verstärken, das Wachstum der Pflanzen eindämmen und man wird nur mit streng regulierten Genehmigungen Zugang zu ihr haben. Die Pflanze zu sichern reicht nicht. Sie sollte vernichtet werden. Wir sprechen bereits über die Vernichtung einer Spezies, Captain. Erkläre mir, warum du noch eine vernichten möchtest. Puh. Zu planen können, wenn es von dir keine Spur gibt. Warte mal, ihre Zerstörung und das Füßchen dabei, um Hilfe zu bitten, zeigt unseren guten Willen. Ihre Zerstörung und das Freestar Collective dabei, um Hilfe zu bitten, zeigt unseren guten Willen. Das Freestar Collective kann auch dafür sorgen, dass sie ihren verdammten Job machen. Nicht wie bei Wer Victis. Der Gedanke ist gar nicht so schlecht. Wir verringern die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas nochmal passiert und verbessern die Beziehung unserer Fraktion. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Na gut. Wir binden das Collective in die Zerstörung der Pflanze ein. Vielen Dank für den Vorschlag, Captain. Also dann, zum letzten Punkt. Das Kabinett befürwortet die Umsetzung eines Plans bezüglich der Terromorphs und nun auch der Thermoparasiten auf menschlichen Welten. Tatsächlich haben wir bereits begonnen, in allen Häfen und Siedlungen der UC nach bislang unentdeckten Nestern zu suchen. Aber wir alle wissen, dass das nur ein Teil der Lösung ist. Das ist ein langes und schwieriges Projekt. Zuallererst werden wir unsere genaue Vorgehensweise besprechen und entscheiden müssen. Madam, diese Mikrobe ist eindeutig ein zu großes Risiko. Die Azeles sind viel sicherer. Vielleicht für Personen, die keine fundierten Kenntnisse in Biologie haben. Die Technologie hinter der Mikrobe ist jedoch erprobt. Sie ist nicht gefährlich. Die Menschheit wäre am schnellsten sicher, wenn wir die Terromorphs mit ihr ausrotten. Und schnelle Ergebnisse sind immer auch die besten Ergebnisse, ja? Wie du sehen kannst, ist sich das Kabinett noch nicht einig. Wir haben gehofft, deine Gruppe könnte uns etwas empfehlen. Major? Wir haben selbst schon darüber debattiert, aber der Captain muss noch was dazu sagen. Verstehe. Captain, das ist zwar vielleicht nicht dein Fachgebiet, aber wir würden gerne wissen, was du von der Sache hältst. Bleibt die Entscheidung wieder bei mir. Dankeschön. Ja genau, wenn wir nämlich beide Sachen angehen, nämlich wir vernichten die Pflanze und mit den Azeles, braucht man das eigentlich gar nicht. Ich stimme voll und ganz zu. Die Sache ist zu wichtig für ein Experiment. Meine abendlichen Spaziergänge werden sich ab jetzt wohl viel lebhafter gestalten. Kaum, aber vielleicht werden sie nicht ganz so einsam sein. Ruhe, bitte. Und Major Sanon? Dr. Walker, ist das Ganze akzeptabel? Wir vertrauen dem Urteil des Captains. Dann wäre die Sache geklärt. Wir beginnen sofort mit dem Prozess. Heute ist der erste Tag der Terromorph Management Division der United Colonies. Und ihr drei seid die Gründungsmitglieder der TMD. Das Kabinett möchte dieser Gruppe gebührenden Dank erweisen. Heute werden wir unsere Reihen um drei Bürger der Klasse 1 erweitern. Klasse 1? Für uns drei? Ist das ein Scherz? Was er damit sagen will, ist Danke, Ma'am. Oh ja, ja. Danke, Ma'am. Vielen Dank, Ma'am. Lass mich auch mal interessieren. Okay, was ist ein Bürger der Klasse 1? Das ist ein Status, ausschließlich reserviert für diejenigen, die ihr Leben den United Colonies gewidmet und Großes für die Sache geleistet haben. Bürger der Klasse 1 erhalten eine großzügige Auszahlung, zusätzliche Ermäßigungen der Preise für Kolonialwaren. Und ich habe gehört, das Penthouse sei beeindruckend. Oh, vielen Dank, Ma'am. Ihr habt es euch verdient. Und jetzt haben wir einiges zu tun. Major Sanon, Dr. Walker, ich hoffe, ihr zwei seid bereit, weiterzumachen und die Forschung der TMD auf dem Mars voranzutreiben. Das wäre uns eine Ehre. Und nun zu dir, Captain. Die Vanguard wird die TMD nach Kräften an der Oberfläche unterstützen.
Da du der Vanguard und der TMD angehörst, finde ich, dass du dir deine Aufgaben aussuchen kannst. Sprich mit deinem Commander, Tuala, wenn ich mich nicht irre. Er sollte dich in Zukunft mit Aufträgen versorgen können. Und er hilft dir auch, die Vorteile der Klasse 1 in Anspruch zu nehmen. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das Treffen ist vertagt. So, diese Mission ist soweit. Jetzt gucke ich mal ganz gut nach, kurz nach, ob ich jetzt was mache. Das schmiedet vielleicht nicht. Das ist durch. Welche Mission ist jetzt aktiv? Keine. Also. Das sind die Hauptmissionen. Fraktionsmissionen sind durch. Das heißt, es gibt nur noch Undercover und zurück an die Arbeit. Ich weiß aber echt nicht jetzt. Ah, Aktivitäten. Und da sind jetzt jede Menge Aktivitäten für mich jetzt noch offen, die ich noch erledigen kann, über alle möglichen Planeten verteilt. Alles klar, nice. Ja dann. Würde ich sagen, hey, huhu, coole Uniform. Und, ja. Bis demnächst. Have fun, euer Avoram. Ciao, ciao.